Guten Morgen einmal hier am Leoner Hauptplatz. Darf euch beide einmal herzlich willkommen heißen. Freue mich, dass ihr Station macht in Leon. Man lebt natürlich auf einer anderen Tour auch etwas. Es ist am Samstag auch nass gewesen, weil es geregnet hat, aber ansonsten natürlich ist es bei weitem nicht so anstrengend und ich sage auch nicht so gefährlich, wie wenn man die Mauer herunterpaddelt. Ich bin ja selbst neben der Mauer aufgewachsen und ich weiß, was das heißt, wenn die Mauer ein bisschen mehr Wasser hat oder so. Das ist gar nicht so ein kleiner Fluss dann, nicht? Man sieht es ja dann erst richtig, wenn ein bisschen Hochwasser ist, was da eigentlich los ist. Ich muss sagen, Respekt, Hut ab, wenn ich das so sagen darf, von dieser Leistung, 340 Kilometer und wenn die Mauer nicht so schnell läuft, dann braucht man natürlich auch viel Schmalz, das ist ganz klar, weil sonst kommt man nicht weiter, das ist mir bewusst. Nicht? Aber ich kann euch nur gratulieren und danken, dass ihr das auch aufzeigt, weil euch verbindet ja mit unserem Landeshauptmann Franz Hobbes sehr viel. Der kommt erstens aus dem Sport da und er hat genauso die Kraft, die Ausdauer, dass was weitergeht in der Steiermark. Und man braucht immer ein Ziel und dieses Ziel von euch ist halt jetzt der Radkersburg erreichen und das Ziel vom Landeshauptmann ist, in den nächsten 5 Jahren in der Steiermark wieder was weiterzubringen. Alles Gute wünsche ich noch auf dem doch noch weiten Weg. Gell? Ich finde, das ist ganz eine tolle Idee. Man kann unseren beiden Jungen nur gratulieren, aufs Herzlichste gratulieren, sich bedanken und ich wünsche euch wirklich weiterhin alles, alles Gute. Danke. Ich freue mich sehr, dass ich so eine bekannte Ruderin kennengelernt habe, hier auf der Tour de Mur von Breitlitz bis Radkersburg, auf dem Zwischenstopp in Leoben. Wünsche alles Gute und weiterhin toi 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 und trocken bleiben. Ja, danke.